Hi! Könnt ihr euch noch an dieses Brett hier erinnern? Das habe ich in meinem letzten Video ausgehobelt. Und das soll jetzt natürlich nicht verkommen, deswegen habe ich jetzt ewig lang überlegt, was fange ich hiermit an? Irgendwas Außergewöhnliches, irgendwas Tolles, aber ich meine, es ist ein Brett, es ist 70 cm lang. Möbel kann ich da nicht unbedingt draus bauen. Deswegen gibt es jetzt ein Brettchen. Nicht so originell, aber die Art und Weise vielleicht schon. Ich mache als Füßchen Gratleisten darunter. Kennen wir auch schon. Das Ganze dann immer mit Kreissäge, mit Oberfräse oder sonstigen Maschinen oder halt mit einem Grathobel. Aber was ist, wenn wir jetzt kein Grathobel zur Hand haben? Und zwar habe ich das Ganze in einem Video von Schwalben und Zinken gesehen. Der macht das Ganze nämlich nur mit einer Säge und einem Stemmeisen. Nur mit einer Säge und einem Stemmeisen? Das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Da braucht man doch viel mehr. Oh doch, und das zeige ich dir jetzt mal. Wer sich jetzt noch fragt, hey, was sind Gratleisten? Um euch das Ganze noch mal genauer zu zeigen, habe ich euch hier einmal die Gratnut angezeichnet. Noch nicht die Endmaße, aber damit ihr es einmal sehen könnt. Und das nehmen wir hier später alles weg mit den gestrichelten Linien. Dazu, das Pendant, wird der Fuß sein. Da habe ich auch einmal angezeichnet, wo wir später Material wegnehmen, auf der vollen Länge natürlich. Damit wir das Ganze später hier einmal so einschieben können. Und nur Säge und Stemmeisen waren ein bisschen gelogen. Ich habe noch ein weiteres Hilfsmittel und zwar dieses Stück Hartholz. Das ist jetzt ebenfalls Ahorn, hatte ich halt noch da. Und ihr könnt es vielleicht sehen, das hat eine Schräge. Und zwar eine 75 Grad Schräge. Ich setze später mein Ahornstück hier an die Kante und kann hier einmal dran lang sägen und bekomme hier die perfekte Schräge für meine Gratnut. Wir starten das Ganze mit dem Herstellen der Gratfeder. Und natürlich müssen wir da erstmal anreißen. Und zwar möchte ich die Feder 5 mm tief. Deswegen zeichne ich hier auf beiden Seiten 5 mm an und lege mir ein anderes Werkstück, ein anderes Hartholz oder was auch immer mit einem rechten Winkel, das ist ganz wichtig, einmal hier an. Ich verbinde das Ganze jetzt auch einmal noch mit einem Bleistiftstrich. Obwohl wir das jetzt auch einmal festspannen. Aber so kann ich Kontrolle während des Sägens auch ein bisschen behalten. So, das sitzt. Jetzt kommt meine Säge zum Einsatz. Und die hat jetzt ihre Führung an diesem rechtwinkligen Stück. Wir können da auch mit der Hand ein bisschen gegendrücken und starten zu sägen. Ich habe hier jetzt schon mal gesägt, muss mir jetzt aber anreißen, wo später meine Schräge lang geht. Dafür nehme ich mir hier meinen 75 Grad Winkel und lege den jetzt mit dem Winkel hier an mein Werkstück an, hier oben bündig und kann jetzt einmal mit dem Bleistift anreißen, wo die Schräge später lang geht. Ein bisschen verlängern nach oben. Und dasselbe mache ich auch auf der anderen Seite. Hier ist das Besondere jetzt, dass wir hier ein bisschen weiter reingehen. Denn die Gratleiste wird später konisch verlaufen.
damit sie auch richtig greift. Jetzt verlängere ich mir den Strich hier auch und kann mit einem Lineal oder einem geraden Stück Holz hier einmal meine Striche verbinden und habe jetzt hier und hier mein Material, was ich loswerden will. Das stemme ich jetzt mit dem Stemmeisen weg. Und um mein Material jetzt hier auch gut wegnehmen zu können, spanne ich mir erstmal meinen 75-Grad-Winkel hier dran. Und das Ganze mache ich hier an der Werkbank. Hier ist jetzt wichtig, dass wir auch wirklich unsere Schräge einhalten, die wir angezeichnet haben. Und dann spannen wir das Ganze fest. Und jetzt kommt das Stemmeisen zum Einsatz. Da sehen wir hier jetzt nämlich, wir haben hier unseren rechten Winkel und hier haben wir unseren 75-Grad-Winkel. Und natürlich brauchen wir das an allen Vierecken. Das machen wir jetzt aber im Schnelldurchlauf, weil sonst wird es euch ein bisschen langweilig. Hier sollen die später sitzen und ich habe hier auch schon mal die Tischlerdreiecke hingezeichnet, damit ich auch weiß, welche Seiten später nach vorne zeigen. Außerdem habe ich jetzt hier nochmal eine 2 und eine 2 und auf der anderen Seite eine 1 und eine 1 angezeichnet, damit ich die beiden später auch nicht vertausche. Aber unsere Gradfeder bringt uns natürlich nichts, wenn wir keine Gradnut haben. Und die müssen wir jetzt erstmal anreißen. Und das geht relativ easy. So, hier habe ich mir jetzt einmal angezeichnet, wo meine Leiste später sitzt. Das ist natürlich im rechten Winkel zu unserer Kante. Und habe hier mein Dreieck. Hier mein Dreieck, das heißt, diese Seite kommt später hier hin. Dann drehe ich mir das Ganze so um und kippe es, damit ich mir hier oben anzeichnen kann, wo diese Kante später hier sitzen wird. Ich habe einen super spitzen Bleistift und gehe hier jetzt in die Kante rein. Dasselbe natürlich auf der anderen Seite auch. Und drehe jetzt meine ganze Leiste zu der schmaleren Seite, da wir das Ganze ja konisch gemacht haben. Und stelle es hier 10 bis 15 mm von der Kante rein. Und mache eigentlich dasselbe. Und habe jetzt hier vier Punkte, die ich verbinden muss. Das heißt hier einmal und hier einmal. Und da werde ich dann gleich dran lang schneiden. Wir wollen, dass die Gradnut ganz eng ist, weil die Gradfeder soll da später nicht drin rumwackeln können. Es soll wirklich eher enger sein, sonst können wir zur Not auch noch ein bisschen nacharbeiten im Nachhinein. Und wir brauchen natürlich noch die Tiefe von unserer Nut. Die wird ein bisschen, ein Müh tiefer als hier die Feder. Ich habe hier schon mal die Tiefe der Gradnut eingestellt und gehe jetzt nur ein ganz klein Müh höher. Genau, das sollte so gut gehen.
Und damit kann ich mir jetzt die Tiefe meiner Nut markieren. Und da man das jetzt kaum sieht, gehe ich dann noch einmal mit dem Bleistift durch. Zum Sägen nehmen wir jetzt wieder unseren vorbereiteten 75-Grad-Winkel. Den spannen wir hier jetzt einmal fest. Und zwar auf unserem Strich, den wir eben gerade gemacht haben. Und zwar so, dass man ihn eigentlich nicht mehr sieht. Dass man ihn hoffentlich, wenn wir fertig gesägt haben, noch sieht. Und wir sägen jetzt gleich hier so schräg rein. Und hier auf der Seite so. Wer möchte, kann sich das Ganze auch so rum einspannen, muss dann aber bedenken, dass er hier ein bisschen Platz für die Sägeblattbreite lässt. So. Und jetzt legen wir unsere Säge hier wieder schön an und sägen bis zu unserem angezeichneten Strich da unten. Ich war vorhin ein bisschen geschwindelt mit nur einem Stemmeisen und einer Säge. Ich nehme hier ein kleineres Stemmeisen nochmal zur Hilfe und natürlich den Holzklöppel. Ich muss jetzt einmal schauen, ob das, was ich gerade gemacht habe, auch wirklich passt. Und da das ja alles konisch ist, flutscht es erstmal und dann bleibt es halt stecken. Da brauchen wir jetzt ein bisschen mehr Kraft. Und sehen, das hat auch gut geklappt. Das Ding sitzt fest. Das Ganze auf der anderen Seite auch nochmal. Und auch hier hat das ganz gut geklappt. Ich gucke gleich, ob ich es noch ein bisschen tiefer reingeschlagen kriege. Und dann cutte ich einfach die Enden ab und dann ist es fast fertig. Da müssen wir natürlich noch schleifen und ölen. Ihr seht, ich habe euch nicht angeflunkert. Es hat wirklich mit diesen beiden Werkzeugen funktioniert. Und ich denke, wenn wir das zwei, dreimal ausprobieren, dann wird das auch ein bisschen eine sauberere Sache. Aber ich denke, das sieht doch gut aus. Ja, aber ganz so easy war das Ganze doch jetzt nicht, oder? Das stimmt. Mit einer Oberfräse wäre das Ganze, glaube ich, schneller gegangen. Aber ich glaube, mit ein bisschen Übung geht das hier auch ruckzuck. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal eine Gratleiste hergestellt habt und wenn ja, wie ihr das Ganze gemacht habt. Abonniert den Kanal und drückt die Glocke, dann verpassen wir uns beim nächsten Mal nicht. Bis dahin, tschüssi!